Hallihallo meine Lieben, da bin ich wieder und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Und ja, ich muss euch jetzt erstmal ein Geständnis machen am Anfang, was mir nicht leicht fällt, aber ich heiße Stefanie und ich bin etwas monkig. Das heißt, ich habe so einen kleinen Spleen. Ja, deswegen könnt ihr wieder hier sehen, Schminky Eyes, Adventskalender, Unboxing und Verlosung. Das heißt, aller guten Dinge sind drei. Das muss ich mal erklären. Ich habe einen kleinen Spleen. Das heißt, für mich muss immer alles mit 3, 5 oder 7 enden. Ne? Das ist zum Beispiel am Fernseher, die Lautstärke. Muss immer auf 3, 5 oder 7 enden. Ja, und dreimal abspülen, dreimal abtrocknen. Naja, hat nicht jeder einen Spleen von uns? Ich habe auf jeden Fall einen und das heißt für mich, ich muss noch ein Adventskalender-Unboxing für euch machen oder eine Verlosung. Also dieser Adventskalender, aller guten Dinge sind drei und dieser Adventskalender ist dann nochmal für euch, nochmal als dickes Dankeschön. Und damit ich ja, meinen Monk im Kopf ruhig bekomme, weil 2 ist eine blöde Zahl, ne? Wir brauchen 3, nicht 2. Ja. Genau. Und jetzt fangen wir an, wieder normal zu werden. Oh Gott. Ja, ich habe einen dritten Adventskalender für euch. Und ich freue mich jetzt mit euch das Unboxing zu machen und zu zeigen, was ihr dieses Mal im Adventskalender gewinnen könnt. Und ich hatte das schon voriges Mal gemacht. Ich greife einfach raus. Es ist nicht die Reihenfolge, die ich dann wirklich im Adventskalender mache, sondern einfach, die ich euch jetzt zeige, damit ihr wisst, was drin ist. Und ja, dann lasst uns doch mal anfangen. Dann auch wieder einen einfachen Hashtag mit diesmal Hashtag Adventskalender Part 3. So, und jetzt fangen wir an. Dieser Adventskalender ist sehr, ja, was soll ich sagen, dazu sehr markenlastig. Ja, also ich greife jetzt einfach rein, zeige euch die Dinge und wenn ihr mitmachen wollt, dann steht alles unten in der Infobox, wie ihr mitmachen könnt. Wieder wie die zweimal vorher auch und ja, dann drücke ich euch auf jeden Fall jetzt schon mal alle Daumen und wir fangen an mit dem Unboxing. Ich greife einfach blind rein, ja? Gut, dann haben wir von CD ein schäumendes Badesalz, reine Liebe, an meine Haut lasse ich nur Wasser und CD. Das riecht sehr schön frisch nach, ich weiß nicht, nach Beere, mit Beerenduft. Ja, das ist doch schon mal schön. Nee? Dann haben wir, von Douglas Essential, Gentle Make-up Remover, Eyes and Lips, Iris Extrakt. Also, ja, einen Make-up-Entferner. Ja, genau. Einen Make-up-Entferner von der Firma Douglas. Ist das eine Firma? Parfümerie? Ja, wie auch immer. Na, genau. Dann habe ich euch, ich hoffe, ihr seid alle Kaffeeträger, weil ich bin es nämlich nicht, aber die, ich glaube, 99% von der Welt ist Kaffeetrinker, außer ich. Also, dann habe ich euch ein von Bärenmarke der Eiskaffee 1,8% Fett im Milcheinteil mit dabei getan. Den trinkt man ja dann kalt und den werde ich euch mit in den Adventskalender packen. Dann haben wir von Douglas Less Delicious Creamy Butter Babada. Genau. Also Douglas Le Delicious Creamy Body Shower Gel. Ja. Cotton Candy, auch von der Firma Douglas. Ein Duschgel. Ja. 3000 Mal, Steffi, ist genug. Dann habe ich hier von Douglas Home Spa Breath of Amazonia. Das ist Acai, Berry und Maracuja-Öl, kann natürlich nicht riechen, wie es riecht, weil da so ein Nipsi drum ist, damit es so bleibt. Das ist eine glättende Körperlotion. Auch von Douglas. Das nächste bitte. Nächste bitte. So, dann haben wir die Mini Best of Colors von Douglas.
Das ist eine Lidschattenpalette, die ich euch mal eben zeige, weil der kleine Nüpsi hier eh schon auf war und ich den jetzt nicht aufkriege. Lassen wir es gut sein. Man sieht es hinten drauf, was es für Farben enthält. Also geht also wirklich in die Nude-Abteilung, ne? Braun bis hell. Und ja, die kommt mit in euren Adventskalender. Dann habe ich von CD Hautzart Wildrose. Passt natürlich perfekt zu dem Badesalz. Deo Schlaf mich tot. Nein, das ist doch kein Roller. Doch, ein Deo-Roller. Entschuldigung. Einen Deo-Roller, der mit in die Verlosung kommt. In den Adventskalender. Dann habe ich von Douglas einen Nail Polish Timeless 295 Singular Mokassin. Also in einen richtigen, so einen schönen Bärenton. Schönen Bärenton. Ja, was ist denn da los? Dann von Douglas wieder einen Highlighter-Stick. Ich zeige euch die Farbe. Die ist sehr hell, aber auch schön glitzernd. Ne? Ab mit in den Adventskalender. Tada! Dann nochmal von CD einschäumendes Badesalz, reines Detox. Mit grünen Tee und Ingwer-Extrakt, schön zum Baden und riecht auch wieder ja, sehr frisch und angenehm. Dann von Duschdas, ein beruhigender Lavendel. Ich habe es heute wieder. Beruhigender Lavendel steht hier drauf. Duftexplosion, handgemachte Badekugel. Süß, ne? Oben mit dem Lavendel auch drin. Das habt ihr dann, wenn sich das auflöst, habt ihr das dann schön in eurem Bad. Und riecht einfach toll. So. Dann von Douglas. Smile is the best Make-up. Lächeln ist das schönste Make-up. Da haben sie recht, oder? Haben sie recht, ne? Ja. Das ist natürlich ein Spiegel. Einmal normal, einmal in Zoom, was ich super finde. Und für die Handtasche, weil er zum Zuklappen geht, macht man auch keine Kratzer dran. Also perfekt. Dann habe ich euch eine kleine Tasche mit reingetan. Ich fand die so süß, da konnte ich nicht drauf vorbeigehen. Christmas Mail. So süß, oder? Ich finde, da kann man dann wirklich auch so Make-up reinmachen oder ja. Das ist halt so ein Täschchen, wo ihr, ach mein Gott, da kann man alles reintun, ne? Da kann man sogar in der Weihnachtszeit, kann man sogar als Portemonnaie benutzen, ne? Jo. Mit da rein. Dann haben wir von Douglas ein Kabuki Double Sculpt. Habe ich vorher auch noch nie gesehen, fand ich sehr interessant. Und das ist, der Pinsel passt sich ganz natürlich den Wangenknochen an. Einmal auftragen reicht, mit diesem Pinsel können Sie Ihre Gesichtszüge neu zeichnen und modellieren. So gelingt Ihnen ein perfektes Contouring. Also, den packe ich euch mit in euren Adventskalender rein. Dann als nächstes haben wir, ja, was glaube ich wirklich in jedem Adventskalender gefühlt dieses Jahr drin ist, was ich auch geguckt habe, Unboxings von anderen YouTubern, Telefonkabel, Haarbänder, auch von Douglas. 4 Stück, von hell bis braun, grau und schwarz ist dabei. Die kommen mit in die Box. Entschuldigung, wenn ihr kurze Haare habt, aber naja, vielleicht jemand in der Familie, der auch noch andere, der lange Haare hat. Dann Serviettenringe, genau, 2 Stück. Serviettenringe, so sehen die aus, mit einem mit Schneeflocken drauf. Meine Güte, das sind 2 Stück. Die kommen mit in euren Adventskalender. Na, jetzt wird es schon weniger hier drin. Was haben wir dann da? Von Airwick White Vanilla Bean eine kleine Kerze. So, zeige ich euch mal eben. So sieht die aus und ach, riecht wunderbar. Ne? Die Kerzen von Airwick sind einfach toll. So, mit in den Kalender für euch.
Dann, es darf natürlich nicht fehlen, Schnucki-Schnuckerware. Ein bisschen Schoki für die Nerven. Gehört in jeden Adventskalender, finde ich. Immer muss ein bisschen Schoki dabei sein. Dann haben wir noch, damit könnt ihr euren, ich fand es jetzt als kleinen Zwinker-Scherz, Post-its. Post-its kann man darüber gebrauchen, oder? Man, für einen Einkauf aufschreiben oder einfach mal den Liebsten eine kleine Liebesbotschaft hinterlassen oder so. Oder einfach auf die Stirn kleben. Wie auch immer man das hat. Mit rein. Dann haben wir von Got2Be Glitter Glam Glorious Gold Glitzer Haargel für alle Haarfarben. Einfach auswaschbar, biologisch abbaubar, Glitzer, lang anhalten. Habe ich mir auch schon mal gekauft. Ist echt super, wenn halt jetzt so für Weihnachten oder Silvester in die Haare. Lass dein Haar glitzern mit Got2Be Glitzer Glam Glorious Gold. Strahlst du sowohl auf jedem Festival als auch bei einer schimmernden Partynacht. Sparkle up your hair. Auf den trockenen Haarscheitel anwenden oder direkt auf die Zöpfe oder Dutz streichen. Also das finde ich so als Gimmick echt süß und das dachte ich mir, tue ich euch mal mit in den Adventskalender. Tieten, taten, tuten war. Genau, tut. Und da kann man sich dann an den Weihnachtsfeiertagen oder an Silvester ein bisschen schick machen. Auch wenn Silvester oder Weihnachten wahrscheinlich zu Hause gefeiert wird und nirgendwo anders. Aber dann machen wir uns zu Hause schön. Meine Güte. Dann packe ich euch mit rein noch eine Tuchmaske von Salt House. Tada! Totes Meermineralien Tuchmaske Detoxing Zellschutzeffekt. Befreit und schützt vor Umweltbelastung mit grünem Tee. Kein Verrutschen steht drauf. Da bin ich mal gespannt. Ne? Mit flüssigem Mineralienkonzentrat. So, ab in den Adventskalender. Der kommt zu euch. Dann haben wir nur noch zwei Sachen, dann ist alles schon wieder. Mensch, wie schnell das immer ging, ne? Dann habe ich noch mal von Douglas Le Delicious, da hatten wir ja schon das Schauergel von. Und jetzt bekommt ihr noch von mir einen Fizzer Bubble Bath Cotton Candy. Passt genau dazu vom Duft her. Das ist eine Sprudeltablette für euer Bad. Einmal eine Sprudeltablette. Und noch eine mit der Geruchsnote Mango Passion. So. Ja, das war der letzte Adventskalender von mir für euch für dieses Jahr, den ich euch verlosen möchte. Und er ist wirklich sehr Douglas-lastig, aber ich finde, es sind wirklich sehr schöne Sachen dabei. Und ja, ich habe in den drei Adventskalender wirklich viele verschiedene Sachen mit reingetan, dass er immer ein bisschen anders wird, immer abwechslungsreich ist und nie dasselbe rein und das finde ich einfach wichtig. Und ja, dann würde ich mich freuen, wenn ihr wieder bei der Verlosung kräftig mitmacht und ganz, ganz viele in den Lostopf landen und wir wieder einen Gewinner ziehen. Ja. Genau, Adventskalender, Unboxings, Verlosungen sind dann für dieses Jahr durch, meine Lieben. Aber Verlosungen kommen immer wieder. Ich habe dies, ich habe das, ich habe jenes, ich habe so viele Ideen. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch einen Daumen nach oben da. Vergesst nicht, mich zu abonnieren. Dann seid ihr immer auf dem Laufenden, wenn es auch Videos gibt mit Verlosungen. Ich werde euch wirklich wieder alles in die Infobox packen zu der Verlosung, wie immer. Und denkt dran, Hashtag Adventskalender, jetzt muss ich erstmal selber überlegen, Hashtag Adventskalender Part 3. Genau. Ich wünsche euch allen viel, viel, viel Glück. Ich schicke euch ganz, 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 ganz viel Liebe. Und ja, freue mich wieder auf den Gewinner und toi, toi, toi an alle, die mitmachen. Und ich hoffe, es gefällt euch wieder der Adventskalender. Und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Und ich schicke euch einen dicken Schmatzer. Und meine Lieben, einen schönen Tag. Macht es gut und danke fürs Zuschauen wieder mal. Und danke fürs Mitmachen und danke fürs Abonnieren und danke fürs
Genau das. Also meine Lieben, macht es gut, bis zum nächsten Video und tada! Noch einen kleinen Nachtrag, falls ihr es ja gesehen habt und falls ihr mitgezählt habt, es waren 23 und die kleinen Schokis, wartet mal eben, finde ich sie denn noch? Ja, ach ja, die kleinen Schokis, Schoki-Minis, Weihnachtslütten, Adventskalender, mein Gott, Weihnachtsmänner, kommen natürlich in zwei Klippchen. Ne? Nicht alles auf einmal essen, damit ihr auch doppelt was habt. Süßes. So, das war es jetzt wirklich von mir und einen schönen Tag, meine Lieben. Dicken Knutscher. Macht es gut und